Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shrine 2. Beim letzten Mal sind wir hier dann doch zum ersten Mal vor einem etwas interessanteren Rätsel. Und ich glaube, wir müssen gleich die Blasen jetzt schauen, weil dann die Blasen rüber schweben lassen. Aber ja, das Ding schwimmt von alleine rüber. Das Problem ist nur, wenn man einfach. Danke. Wir müssen zu zweit drauf, weil die Blase nicht alleine hochgeht, nicht das richtige Timing hat. Wenn wir zu zweit drauf gehen, ist es langsamer. Pustet uns runter, richtig. So. Ja, die müssen halt genau das richtige Timing erwischen, dass die Blase rüber geflogen wird. Ich werde erstmal weg. So, und das versucht man nur einer und die anderen lassen in Ruhe das versuchen. Warte, ich habe eine Idee. Und von hier springt man auf die Blase drauf. Das muss das richtige Timing erwischen. Jetzt steckt den Scheißhammer weg, das könnte genau passen. Sehr schön. Hep! Okay, ich bin drüben. Gehst du da jetzt runter? Ich hab nur blind geschossen. Du bist doch ein... Ich kann ganz gerade erzählen. Ja. Also, ich denke, dies ist nicht der Einzige, der aber vor kurzem wolltest du mich verprügeln, ne? Tut mir leid, dass ich das Gewicht bringe, ja? Dass du nicht aufbringst, Leichtgewicht. Du belass ich hier euch die Goblins vom Hals halten, die euch dann ah, ja, angreifen. Ja, ja. Und Vernehmerin, ey. Ja. Alter, wenn du jetzt das Ding zerstören könntest, ich hätte dich bei lebendigem Leibe angezündet. Kannst du mit diesen Scheiß-Kissen aufhören? Also diese Eisfallen, die sind echt im Bar, ich muss anmerken. Gott verdammte Scheiße. Wenn das nächste Mal wieder Gegner auftauchen, will ich mal was ausprobieren. Ach so. Ich hab's geskillt. Und? Da ist noch ein Hebel. Wo? Da unten. Ah, da ist schwach. Du willst uns verbrennen, oder? Ich will eigentlich nur hier hochkommen. Alles kommt hier hoch. Ich meine jetzt den Jakob, der hier versucht, irgendwas mit Feuer zu spielen. In mein Gesicht, oder was? Und jetzt? Wir haben einen ganzen Tag in diesem Dreck verbracht. Warte, Papier. Ach, und ich habe ihn an meinem Saum. That stuff? Ah! Ah. Okay. Werf! So, danke. Ich bin wieder gut drauf. Was ist? Ich hasse dich. Hallo? Oh, ich hasse dich. Diese Blume hat gesprochen. Quatsch. No shit. Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? Natürlich, Frau Blume. Findet meine Schwester auf der anderen Seite von diesem Sumpf. Ich... Suchen wir nach einer anderen Blume? Keine Sorge, Frau Blume. Gehen wir. Die Helden hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ulk gewesen. Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Nur an Loot denken, ne? Jo. Hätte uns mehr erzählen sollen. Wollen wir vielleicht einmal von mal einfach rumtauschen? Einfach. Wir suchen ihre Schwester. Wir haben immerhin schon mehrere Folgen durch. Ihr. Nee, wir haben ja gesagt, dass es sinnvoller ist, nicht zu tauschen deswegen. Etwas du kannst die Dinger eh zurücknehmen und wieder auf andere diese wechseln, wenn ich nur anmerke. Aber egal. Jetzt haben wir es jetzt so gemacht, jetzt bleibt mal so. Okay, gut. Warte, Magnetschild? Was? Lol, du kannst auch noch ein Magnetschild-Skill, an dem du die Kisten dran deppen kannst. Ja, ja. Ich brauche mal einen Hammer. Oh Gott, da unten ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Solltest dann nicht reinmarschieren übrigens. Ach krass. So, jetzt gehst du da mal runter und haust mal diese Wand dann mit dem Hammer kaputt. Die hier. Welche? Die da, Alex. Ach, das. Die, wo ich davor stehe. Da, hier. Wow. Ich dachte eher an den Durchgang, weil wir an den Durchgang kommen müssen. Danke. Aber gut. Da,
Und dann macht man so und so und dann ist man drüben. Easy. Wo ist das Problem? Gut. Warte kurz. Meine Pfeile decken auf. Dunkle Schieße. Hui. Hammer. Laut dieses Gift. Danke. Na, wünsche ich das. Hat er verdient. Echt gut, dann heißt es, ich fühle mich nicht eine Sekunde schlecht. Ich bin deutlich besser. Der Magier ist und bleibt immer noch Chance. Oh lol. Hui. Wah! Fatality. Brauchst du Hilfe? Yep. Bist doch ein Hohlkorb. Komm schon. Das Ding fliegt ja um, wenn du es anatmest. Alter, was stellt sich eigentlich so an? Ist doch einfach. Das dunkle Moor. Der Schwester Talent mit Magie zu erfreuen. So feiern wir morgen. Da werden wir neu. So tiefgründig. Okay. Also merke, wenn ihr ein Gedicht aufsammelt, das kann man vorlesen lassen. Habt ihr das jetzt auch gerade gesehen? Nicht vorlesen. Deshalb habe ich vorlesen lassen. Ich habe genau zu, dass man das hört. Ich auch. Ja, ich auch. Tschüss. Ich bin am Blatt festgehangen. Das Problem ist, ich brauche jetzt jemanden. Wo bist du? Da oben. Ach so, Moment, ich komme. Da oben sind nämlich zwei Flaschen. Und damit meine ich nicht die eine, die da unten rumhängt. Das habe ich gehört. Ich meine nicht. Ich wollte gerade sagen, okay, also wir setzen die Flasche los. stellst du dich jetzt bitte da rein, so. Du Viecher? Achtung. Let's go. Ich habe nicht jumpen können. Warte. Da nicht hin. Nein. So. Was machst du da hin? Ich feier mich gerade. Dieser blöde Hammer. So, mal gucken, wie sieht's denn da aus? Du siehst die Flasche. Da war die Decke. Catch it! Komm schon! Du hast gerade gecheatet, aber egal. Ja, ich hab's gesehen. Guckst du das wie ein Kamera oder wo ist deine Kamera gerade? Ah ne, das ist Charakterwechsel. Ach, das geht! Just hanging around. Gut, wenn das so geht, machen wir es mal ein bisschen einfacher. Finish? Ja, ich kürze aber noch übelst ab. Weil ich doch den ganzen Scheiß rumlaufen muss. Hep! Wir müssen das hier abspringen, warte. Ich bräuchte einfach eine Kiste von Jakob, wenn er noch kommen würde. Aber der ist ja... Nein, nein, ich hab mir schon gedacht, der wäre gar nicht wieder ran, da mal reinzuwarten. Warum wohl, du Flasche? Ja, das war mir schon klar. So, also Kiste. Alex geht auf die Kiste drauf und ich gehe auf Alex drauf. Danke. Erstmal, was bist du da, wenn du die scheiß Kiste drauf hast? Richtig, warum denkst du, meinst du, depp ich die neu? Weil du ein Idiot bist. Okay, das mit dem Idiot revidieren wir nochmal. Alter! Ja, doch, das sind die Idioten, die reden, bevor man anders. Jetzt mit nicht in Untergewicht, danke. Und jetzt nicht hochspringen, das ist nämlich eine Decke. Gut. Ups, sorry. Nein, das ist die Decke, da komme ich nicht hin. Ich darf erstmal den ganzen Weg nochmal neu machen. Da war eine Racke. Du kannst ja den Weg nehmen. Ja. Wie wär's mit einfacher? Hey. Komm mal, Zauberer, komm mal her. Vielleicht bist du nicht ganz so useless. Komm mal zu mir rüber. Du machst mir bitte hier eine Kiste hin. Ah, die zweite Podest. So, genau. Jetzt schiebst du das Ding nicht mehr vor die Fresse. Weg damit. So, das Ding lässt du fliegen. Jetzt aber hier richtig, genau, perfekt. Danke. Ja, das kann man auch machen.
Wie war das nochmal? Moment mal, Moment, weil fällt da was ein, was eigentlich auch machen könnte. Totally not aus. Der Magier könnte es schneller machen, aber ja. Das könntest du ein bisschen einfacher machen. Das ist trotzdem Zeug, das man holen möchte, oder? Ja, bin schon dabei. Okay, wird noch eins. Yes. Hui! Gigi. Das ist der Hammer. So, jetzt eine Kiste in die Luft schweben lassen, bitte. Tschüss, Kiste. Warte ich. Ja, es ist ein Ja, richtig. Zu mehr bist du auch nicht zu gebrauchen. Klappe. Oh, das war cool. Trapezartist. Nett. Ah, Moment, das krieg ich hin. Danke. Und hoch. Ja, du hast den einfach gewählt. Jetzt muss er das Ding fliegen lassen und wir müssen jeweils nochmal rüberspringen. Jo. Danke. Dann mach mal Schild so lange, damit ich hier hochkomme. Alex, Schild. Schild, nicht Hammer. Schild. Oh. Wehe. Okay, dann weiß ich, wie ich's machen. Okay, komm, warte, das funktioniert nicht. Ich hab ne Idee. Komm mal her. Komm her. Nein. Oder so. Nein. Ja, fliegen. Jetzt komm. Bei hier kannst du theoretisch auch so eine Kiste fliegen lassen. Moment, ich muss hier genau. Ich will doch. Ich will doch hier durch. Ich häng fest. Derp. So. Jetzt. Ach, jetzt funktioniert's auf einmal, ne? Na komm her. Noch ein bisschen höher? Die Kiste? Ein bisschen höher. Die Kiste muss höher, weil ich spring ihn höher. So. Perfekt. So. Weg mit dem Scheiß, bevor mich das Ding weiter nervt. Langsam sind wir drin. Was hast du für den Schalter gerade gesagt? Keine Blindjump übrigens. Nicht cool. Absolut nicht cool. Abgrundtief nicht cool. Oh Gott, das Ding macht Schaden. Aber du kannst dich dranhängen, ne? Ja, ist aus Holz. Ja, die Stacheln, die da dranhängen, sind ja auch komplett unauffällig. Nein, nein! Du Wichser! Doppelitz! So froh, die Eisbeile gespielt zu haben. Einfach für das Blut. Ach du, das bist du. Fresse! Ja, komm her. Wie wär's so? Ah! Okay, also die Sachen hier unten. Warte mal, kannst du so. Warte, häng dich mal oben ran. Was machst du da hinten? Ah! Kill dich doch einfach, hier ist ein Respawn-Teil. Versuch da zu euch zu kommen. Na, jetzt komm mal her. Warte, häng dich hier vorne ran, von der Seite. Okay. Hey, gut, ich sehe jetzt gerade schade, dass du da bist. Bogenshit. Okay, zero fucks geben. Ich will ja. Hier nein, ist nein, nein, nein. Jakob, Bastelstunde. Och nö. Wie wär's, wenn du oben erstmal herkommst? So. Ich bin doch schon da. Und jetzt von der linken Seite musst du dranhängen. Ja, okay, und jetzt? Oha, Bastelstunde. Du musst da dran lehnen. Also du musst wirklich auf der linken Seite sein. Oh, das sind Stacheln. Perfekt. Jetzt weißt du, warum du links sein solltest, ne? Oder? Ich habe eine andere Idee. Wir brauchen mal kurz den Magier. Beziehungsweise eine dritte Person, die den Hebel hält. So, geh mal auf den Strömungsfluss. Also, gut. Das ist so klar, dann hältst du das Ding hoch. So, jetzt bleibt das Ding nämlich auch oben.
Oder auch nicht. Denied. Aber sonst gibt's hier nichts. Ah, jetzt klappt's. Genau so war's gedacht. Kistchen. Oh, das war eine Kiste. Kiste schweben lassen ist nicht, ne? Warte mal kurz. Nee. Mach den Hebel weg. I'm a Superman. Wieso klappt das? Problem. Oh, einfach das Luft, einfach die Luft drauf. Einfach drauf stellen. Vielleicht kriegen wir Riesen. Kriegst auch du Blechbirne hin. Ich frage mich, wie das alles Wasser doch das fertig bringt. Da sind oben oder was? Frösche hier ja. In der Gegend. Ja, aber da komme ich nicht hoch. Oder? Warte doch. Ich versuch's gerade. Nein, ich komme da nicht hoch. Schau, einfach hier hoch jump. Warte mal. Nach hier hoch. Ja, komm ich. Jakob, Kiste bitte. Jakob, Kiste. Jakob. Kiste. Kiste. Ja. Hier nicht unten. Da hinten, sondern hier unten. Hier, Alter. Da, wo ich stehe. For fuck's sake, links von dir. So, jetzt genau da. Genau, wo, perfekt. Jetzt, einfach legen lassen. Ja, oh, gut, einfach okay, legen lassen. Ja, gut, so, okay. Danke. Ich schüsse deine Spalte. Damit du genau hier diese Frage stellen kannst. Voilà. Das war sogar gut. Das war tatsächlich gut, dass da die Kiste flog. So einfach. Oh, einfach eine Kiste ins Gesicht schlagen. So, okay, haben wir das. Ist das gut? Das ist gut. Das ist gut. Danke die Anspielung. Lolo bin ich. Da. Okay, das müsste alles gewesen sein. Nein, aber noch eins. Okay. Dann haben wir jetzt alles. Hier bin ich! Oh, ey. Was für Stunden? Ja, aber oder? Danach nacheinander und einfach nur zu weit schauen. Weißt du, was das Witzige ist? Danke! Weißt du, nacheinander. Ich dachte, ich soll als erstes rüber. Weil du unten standst, aber gut. Lass mich nur wiederbelebt, weil ich dessen Mist doch mal selber renne. Richtig? Ja, natürlich! Was dachtest du? Denied. Der Magier. Ich glaube, das ist der lächerlichste Tod, den man haben kann. Tod in der Kiste. Da bist du noch ein Bogenschütze, by the way, ne? Yay, ich hab ein Upgrade. So, und wie sammelst du das jetzt ein? At this moment, he knew. Aha. Gut. Warum geht das? Weil wir Jakob! Hinterkopf! Geht er halt weg? Ah! Flasche! Aber richtige Flasche! So. Am Arsch, Alter. Das war geplant. So, ganz einfach. Ja, halt wirklich, aber. So, und jetzt Alex nichts machen. Gerade mache ich das gut, Goblins bleiben tot.
Das war mal. Du bist doch ein Hohlkopf! Fuck. Lass den Scheiß, ehrlich. Hey, die Kiste von ihm ist ja immer noch hier. Ah, shit. Hebel? Wund. Ein Hebel. So Hebel. Ich hab eine Warnung für Hebel. Alex, da ist so ein Ding zum Einsammeln noch. Ich hab nicht hingekommen. Kannst du mal versuchen? Du musst doch hart erleben als ich. Warte. Weil das. Wieso klappt dieser Scheiß? Ach so! Ich kann ihm das Ding vom Leib halten, ne? Ja. So, und ab und so. Moment. War doch klar. War doch so verkackt klar, dass du das abziehst. Oh Gottes Willen. Wenn du da schon zu provozieren stehst. Hey, Mensch, schieb mich das runter und bring mich nicht um. Ja bitte, Flasche. Du hast das Ding mit so viel Schwung jetzt aufgeholt, dass ich da jetzt nicht durchkomme, Alter. Wie wär's damit? Du nimmst dieses Teil. What the? Warte. Wie wär's damit? Du nimmst dieses Teil und bewegst es zu einem Stillstand. Hä? Du bist eine Flasche als Magier. Darf ich dir das anmerken, Jakob? Damage. Wir verrecken gleich wieder alle. Diese Kiste weg. Und respawn time. Wie bitte? So, Alex darf da selber durchkommen. Moment, das gibt mal irgendwie. Danke. Du darfst da selber durchkommen. Nein, nicht danke. Du fehlst auch mit Alex Hammer. Moment, genau. Warte, geh das mal hier hoch, geh das mal da hoch. Immer nur, runter, wenn man nicht will, ne? Hier, hier, da drunter, da drunter. Also so, dass es nur knapp das Wasser ein bisschen weiter trägt. Und nimm einfach die Kiste, die nicht voller Löcher ist, wie das damit. Und jetzt noch runter von dem Ding, damit ich es kippen kann. So. So, sehr schön. Jetzt Alex mal, genau. Halt, stopp. Nein, da, da drum, da drum. Jawohl. Jetzt alles, jetzt Jakob bitte wieder die Kisten. Ach, jetzt braucht er mich, ne? So, jetzt hier rüber, genau. Ja, sehr schön. So war doch gerade gut. Du bist doch... Jetzt die Kiste ein bisschen kippen vielleicht, damit das Wasser da runterrutschen kann. Gut, weil es physikalisch nicht ganz einwandfrei, aber... Sicke! Mal abgesehen von der Biologie. Just einigen wir uns einfach auf das. Komm schon. Das ist doch... Ah. Okay, offizielles Hoch. Offizielles Idioten. Zertifikat. Alter. Ah, komm mit! Komm mit! Ja, ja, Flasche. Ja, prügelt ihr euch da mal? Ich brauche hier noch ein bisschen. Alles ist schon erledigt. Waren nur zwei. Hab ich getroffen? Fast. Keine Kiste überlebt, Alter. Oui! Das ist mal ein großer Kobold. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Moment. Ich kann ihn einfrieren. Der Typ macht ein bisschen Schaden. Ja, das Geilste war eher, ich war instant blockiert. Oh lol. Eine Geschichte sollte nicht so enden. Oh, da war ein Checkpoint. Ja, weil Jakob da oben reingejumpt ist. Ah, ich kann nicht heilen. Wäre cool, wenn ich Jakob kriegen würde. Jakob, hol mal du Alex zurück. Leg den Troll an. Die Eismittel sind übelst gegen den. Schuss, Jakob. So, jetzt einfrieren, jetzt einfrieren. Au. Aber so geht das. Mel, oh, Freunde. Ich zerschmetter euch. Warte mal kurz.
So viel zum Thema. Sehr schön. Lol. Und tot. Eispfeile regeln. Sie haben den Knochenbrecher erledigt. Aber wie werden Sie nun mit der Hexe fertig? Hexe? Was kommt das danach? Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich hoffe, wir kommen unbeschadet dadurch. Was ist das für ein Apparat? Jakob, kannst du dich bewegen? Jesus! Bewegst ein Was ist ja, das für ein beklopptes Gerät? Ich möchte gerne anmerken, bewegen, nicht umbringen. Alex, gehst du zurück zum Checkpunkt? Ich hab keine Wahl, oder wie soll ich das nicht bewegen? So könnte es abgehen irgendwie, ne? Scheint aus Gummi zu sein. Was sagt die Fahrtlänge eigentlich? Ah, okay. Ist jetzt Feierabend. Ich werde auch sterben, oder was? Nee. So. Sag mal tschüss. Jetzt marschierst du da rein. So, und dann... Bis zum nächsten Mal. Machen wir hier Feierabend. Ciao.